Der Kampf um die Wahrheit und die Flut an Informationen. Gerade in der aktuellen Zeit fällt es oft schwer, zwischen Fakten und Meinungen zu unterscheiden. Ich will einen Mann treffen, der diese Grenzlinie neu gezogen hat. Man glaubt ja immer, wenn man die Bild liest, dass in der Redaktion sich auch alle so anbrüllen wie in der Zeitung. Wie diese Zeitung, die Deutschland anbrüllt. Julian Reichelt, der Chefredakteur der Bild, polarisiert. Er wird, meiner Erfahrung nach, gleichermaßen geh- und verachtet. Und empfängt mich im 16. Stock des Axel-Springer-Hauses in Berlin. Guten Abend, Herr Reichelt. Hallo. Freut mich sehr. Ich schaue noch einmal, ob es irgendwas gibt, was außer Chaos sensibel ist. Nein. Nein, ihr könnt filmen, was ihr wollt. Keine Krise, die er nicht in großen Buchstaben auf seine Zeitung gehoben hat. Julian Reichelt gilt als einer der Meinungsmacher in Deutschland. Schön, ist das Ihr Büro? Ja, das ist da schon, da steht das Bett. Ja, ein gutes Büro. Ja, es ist ein irres Büro. Ein irres Büro mit einem irren Blick. Von diesem Büro aus leitet Reichelt die auflagenstärkste Tageszeitung Deutschlands. In Gesprächen mit Anhängern der Querdenkenbewegung wird eines deutlich. Von den traditionellen Medien ist die Bild eine der wenigen Nachrichtenquellen, die sie noch erreichen. Ich glaube, viele Leute lesen heimlich im Urlaub die Bild, aber schämen sich eigentlich. Und viele Leute lesen die Bild auch einfach so, erzählen es nur nicht. Aber es gibt, glaube ich, niemand, der sagt, also ich bin stolzer Bildleser. Oder, nee, das möchte ich relativieren. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, ich bin stolzer Bildleser. Aber es ist, glaube ich, kein großer Teil der Gesellschaft, der das so vor sich herträgt. Ich kann es statistisch nicht beurteilen. Mein Eindruck ist, dass es das Bekenntnis zu Bild durch unsere Berichterstattung gerade in der Corona-Zeit gigantisch gewachsen ist. Das ist mir auch aufgefallen. Ich war auf sehr vielen Corona-Demos, weil das Thema unseres Films ist ja die Gespalten. Nicht nur auf Corona-Demos. Es tut mir leid, Bekenntnis zu Bild gibt es nicht nur auf Corona-Demos. Aber es hat mich trotzdem überrascht, dass da so viele Leute gesagt haben, so Bild sind die Einzigen, die noch die Wahrheit sagen. Naja, aber ich würde das nicht so radikal formulieren, aber ich glaube, dass tatsächlich sehr viele relevante Entwicklungen in der Corona-Krise tatsächlich nur noch bei Bild stattgefunden haben. Es hat haben halt große Teile der deutschen Medien einfach sich während der Corona-Krise dem Bereich Propaganda zugewandt. Sie schauen sich an, wie oft über Triage gesprochen wurde, die es in Deutschland nie gegeben hat. Aber es war Schlagzeile in der Süddeutschen Zeitung. Es wurde diskutiert bei Maybrit Illner. Es hat keinen einzigen Fall davon in Deutschland gegeben. Aber es wurde so getan, als gäbe es sie schon, um eine gewisse Politik zu rechtfertigen. Du hast es selber vermutlich erlebt in Kriegsgebieten, was Triage ist. Das heißt halt, den retten wir noch, den nicht mehr. Das hat es nicht gegeben in Deutschland. Aber wenn ich jetzt Medienjournalist von der Süddeutschen wäre, ja, dann würde ich jetzt das ungehobelte Mittel des Whataboutism wählen und sagen, ja, Herr Reichelt, Sie machen doch das Gleiche mit zum Beispiel kriminellen Ausländern. Da sagen Sie auch Dinge, die so nicht stimmen und machen eine Panik, die es so nicht gibt. Ja, aber wo machen wir das? Skandalflut, Statistiktricks und steile Thesen. Gebündelt in unzähligen Schlagzeilen und Online-Meldungen. Also was macht Ihr Leser mit der Information? Versuchen Sie sich mal in die Situation Ihres Lesers. Was der Leser mit der Information macht, über Sie erfahren hinaus, ist mir egal. Echt? Ich möchte, dass der Leser erfährt. Ich möchte, dass der Leser etwa Erkenntnis hat, wie Dinge sind. Und den ganzen erzieherischen Anspruch, was er dann damit zu tun hat, überlasse ich ARD und ZDF. Das ist aber krass, weil ich finde, das ist irgendwie, ja, hat man nicht auch eine Verantwortung? Haben Sie nicht eine Verantwortung als Ich habe keine Erziehungsverantwortung gegenüber. Nicht Erziehung, aber. Nein, aber das ist ja, ich habe auch keine Auswahlverantwortung für Informationen nach Kriterien, was er dann machen, denken oder empfinden könnte, sondern es ist relevant für unsere Leser und sozusagen für das gesellschaftliche Geschehen in Deutschland. Ja. Haben Sie nicht das Gefühl, dass die Bild den Leser auch in eine gewisse Richtung drückt? Also ich habe immer ein bisschen das Gefühl, die Bild überlässt eben nicht dem Leser, was er fühlt, sondern die Bild sagt schon sehr konkret, was er zu fühlen hat. Nein, die Bild sagt in Überschriften, wir drücken ja ganz oft eine Empfindung zu Sachverhalten aus. Das ist das Genre Boulevard. Ja. Und da könnte man ja jetzt spitzfindig sagen, Moment, das ist aber keine Trennung von Meinung und News. Weil das ist gar nicht so spitzfindig, es ist tatsächlich. Genau. Da würde ich aber, genau. Es ist aber bei unserem Genre vollkommen offensichtlich. Welche Rolle spielt der Boulevard, im Detail die Bild, in diesem ganzen Kampf um Meinung? Boulevard
Journalismus ist Teil sozusagen des bunten Spektrums, auch sozusagen im traditionellen Journalismus. Arbeitet auch wieder mit bestimmten, vor allem mit Darstellungskriterien, dem zugespitzten, man könnte sagen dem reißerischen manchmal. Schwierig wird es dann, wenn man dann Grenzen der professionellen Sorgfalt zum Beispiel, der journalistischen Sorgfalt überschreitet. Oder eben letztlich auch versucht, Meinungskampagnen zu orchestrieren. Sehen Sie das bei der Bild, dieses Überschreiten der Grenzen? Ja, also zumindest das Herantasten an Grenzen. Durchaus auch Kampagnen, sozusagen über mehrere Tage Themen zu spielen, immer einen weiterzudrehen. Das ist Teil der Technik des Boulevardjournalismus, der ja sozusagen tagtäglich um Aufmerksamkeit heischen muss. Insofern ist es, also würde ich, wenn es jetzt darum geht, wo finde ich wirklich objektive Informationen, ja, würde ich in Gänze nicht unbedingt beim Boulevardjournalismus gucken, einfach weil die nicht anders können, als immer auch irgendwie noch einen Dreh reinzubringen. Ich finde diese Formulierung so peinlich, Plakaten, wir haben da irgendwo, habe ich hier Malle-Urlaub in Gefahr, Ballermann-Wahnsinn. Was ist das Besondere an der Sprache, die Bild spricht? Welche Wirkung soll dieses extreme Vereinfachen von... Emotionalisieren. Einfach nur, das ist das Ziel. Es soll Inhalte transportieren in emotionaler Form. Also im Idealfall auch noch ein Gefühl auslösen. Kann man mit Gefühlen Wissen vermitteln und Nachrichten machen? Das glaube ich schon. Ich glaube, es ist vollkommen legitim, Fakten in Gefühle zu übersetzen. Man sollte nur nie Gefühle in Fakten übersetzen. Was für ein Spektrum von Gefühlen sollen erreicht werden? Ist das ein großer Katalog oder sagt man so, wir haben so 5 Kerngefühle, die müssen wir... Nee, es gibt auch sozusagen in der Emotion und im Gefühl jetzt keinen Erziehungsauftrag bei uns. Der Leser soll das empfinden. Wichtig ist, für uns die Themen zu finden, die größtmögliche Menge von Menschen in diesem Land zu dem Zeitpunkt, an dem Tag, in der Minute online, zu dem Sendebeginn, erstmal schon ohne uns emotionalisieren. Themen, die Menschen emotional wichtig sind. Und das ist erstmal die Kunst, die zu identifizieren. Und wenn wir dann besonders erfolgreich sind, dann kriegen wir sie auch noch gut formuliert. Menschen bewusst empören in Zeiten von Krisen. Ist das gefährlich? Die Bild meint zu wissen, wie Deutschland fühlt und stiftet, meiner Meinung nach, oft unnötige Unruhe. Auch ich möchte als Journalist, dass die Ergebnisse meiner Arbeit gesehen oder gelesen werden. Aber es gibt einen großen Unterschied. Recherchen spannend zu erzählen ist das eine, aber Emotionen über Informationen zu stellen, das andere.